Das war ich noch in der Volksschule und da bekamen wir eine Elsässer Lehrerin, also die, bei uns gab es, dann kamen sie aus dem Elsass, eine junge Lehrerin, fast ein Mädchen noch, und es war scheinbar fanatische Nazi, weiß ich nicht, sie hat sich so gebärdet. Und da mussten wir jeden Morgen irgendeinen Spruch sagen, oder, und hat sie aus dem Lesebuch, da war ein Gebet drin, Gebet an den Führer. Und ich war einer, der gut lesen konnte. Dann musste ich am Anfang das Gebet ein paar Mal vorlesen. Und das hat mich also maßlos geärgert. Ich habe das als regelrecht als Blasphemie empfunden und habe meine dumme Sprüche gemacht dazu. Dann muss ich dann jedes Mal vor und bekam noch ein paar Tatzen auf die Hände. Und dann hat sie es also, einer musste das nachher eine Schülerin vortragen. Und die hat das also immer so mit einem unerträglichen Pathos vorgetragen. Es war wirklich ein Gebet an den Führer, dass er für das deutsche Volk Segen vollbringen und weiß. Also es war kein Gebet für den Führer, das hätte ich noch akzeptiert, sondern ein Gebet an den Führer. Und es war für mich Gotteslästerung, krasser Gotteslästerung. Und wenn dieses Mädchen dann dieses Gebet vorgetragen hat, da habe ich meistens dumme Bemerkungen gemacht, musste dann, dass die aus dem Takt gekommen ist. Ich habe also jeden Morgen Prügel bekommen, eine Zeit lang.